Hallo zusammen, Leute. Heute wollte ich mit euch über Grauwacht sprechen. Ein Roman von Robert Corvus ist im Piper Verlag erschienen und hat knapp 420 Seiten. Normalerweise fange ich ja immer mit der Handlung an. Dieses Mal möchte ich aber gerne mit der Welt anfangen. Denn das ist es, was bei diesem Roman besonders gut gelungen ist und das mich besonders begeistert hat. Die Geschichte spielt auf dem Planeten Bisola. Und Bisola hat eine Besonderheit, denn Bisola dreht sich sehr langsam. Das heißt, ein Tag dauert ungefähr so lange wie ein Menschenleben. Dadurch liegt eine Seite des Planeten immer in der Sonne. Das heißt, dort ist es sehr, sehr heiß. Und die andere Seite des Planeten liegt in der Nacht. Und dort ist es teilweise bitter, bitter kalt. Und es gibt einen Pakt. Das heißt, es gibt dort zwei Rassen auf diesem Planeten. Einmal die Menschen und einmal die Sussex. Das sind Amphibien. Und es gibt einen Pakt, dass die Menschen in der Nacht leben und die Sussex am Tag. Und das hat natürlich, bringt natürlich mit sich, da sich die Nacht und der Tag ja doch verändern, wenn sie sich auch langsam verändern, dass die Menschen immer wieder wandern müssen. Das heißt, sie müssen die Städte und die Dörfer, die von der Nacht in den Tag wechseln, verlassen, dann durch die Nacht wandern und wieder neue Städte und Dörfer für sich in Anspruch nehmen. Und genauso müssen das die Sussex auch machen. Und es gibt eine Gruppe, die sogenannte Grauwacht, nach der hat der Roman auch seinen Namen. Das ist eine Gruppe von Menschen, die mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet sind. Und die sorgen dafür, dass dieser Pakt auch eingehalten wird. Das heißt also, die vertreiben die Menschen vor dem Tag und die vertreiben die Sussex vor der Nacht. Das ist aber nicht die einzige fantastische Idee, die Robert Corvus hier in dem Roman verarbeitet hat. Und das ist es auch, was mir bei dem Roman so besonders gut gefallen hat. Hier sind nämlich wahnsinnig viele und auch wahnsinnig viele gute Ideen mit reingeflossen. Und das macht den Roman einfach so wahnsinnig lesenswert. Hinter jeder Ecke erwartet einen eine neue Besonderheit. Und ich kann hier auch gar nicht alle Besonderheiten aufzählen. Vielleicht nur so weit, es ist so ein bisschen eine Mischung von einem Fantasy- und einem Science-Fiction-Roman. Das heißt, es sind so ein bisschen Science-Fiction-Elemente drin. Wir haben zum Beispiel das Plexo. Das Plexo befindet sich in verschiedenen Dörfern und Städten der Menschen, wahrscheinlich auch der Sussex, und sorgt dafür, dass diese warm gehalten werden und kann auch noch so das ein oder andere, was den Menschen eher wie Magie vorkommt, erreichen. Und auch die Grauwacht, die hat eine besondere Begabung. Sie hat nämlich das Nabo, das heißt also, das ist eine Art silberfluide Flüssigkeit, die ihnen verliehen wird, wenn sie zu Grauwacht Guardistas geweiht werden. Und dieses Nabo sorgt dafür, dass sie besonders gut sehen können, dass sie besonders stark sind, dass sie schnell laufen können, dass sie gut jagen können und so weiter und so fort. Also diese Elemente zum Beispiel, um nur ein paar zu nennen, sind einfach sehr, sehr gut in den Roman eingeflochten. Und mit eingeflochten bin ich auch schon beim Stichwort, denn das ist es, was Robert Corvus hier besonders genial gemacht hat an dem Roman. Er hat nämlich alles bis zum Ende bedacht und hat immer die Konsequenzen mit einbezogen. Das heißt also, diese ganzen Besonderheiten, die es in dieser Welt gibt, zum Beispiel die Tag- und Nacht-Ungleichheit, dieser Wechsel und so weiter, das ist wirklich bis zum Ende bedacht worden. Das heißt also, die ganze Gesellschaft, die auf diesem Planeten ist, beruht sozusagen auf diesen Tatsachen, die hier präsentiert werden. Zum Beispiel ist die Gesellschaft der Menschen eigentlich komplett auf diese Wanderung ausgelegt. Jedem ist es klar, dass er nicht für immer dort leben kann, wo er gerade lebt. Er muss immer wandern. Das heißt auch, es gibt gewisse Rituale innerhalb der Menschen, die die Menschen stark machen müssen, damit sie in der bitterkalten Nacht eben überleben können und so weiter. Dann bei dem Nabo der Guardistas zum Beispiel, dass dieses Nabo ist begrenzt. Das heißt, es gibt nur ein paar hundert Stück davon. Das heißt, es kann auch nur ein paar hundert Guardistas geben. Was wiederum bedeutet, dass es besonders schlimm wäre, wenn ein Guardista irgendwo in der Wildnis sterben würde. Denn dort würde das Nabo dann einfach versickern und wäre weg. Das heißt also, Guardistas dürfen sich nicht einfach entfernen von der Grauwacht. Das stößt dann wiederum neue Entwicklungen an. Also das hat Robert Corvus hier wirklich sehr, sehr konsequent und wirklich genial gemacht. Sehr gut hat mir auch noch ein weiteres Element gefallen, und zwar die Entfernungsangaben und die Zeitangaben. Da hat sich Robert Corvus auch ein eigenes System überlegt, was auch im Fantasy-Roman gar nicht so ungewöhnlich ist, dass man das macht. Aber hier ist es besonders gut gelungen, denn es ist einfach sehr, sehr gut in die Gesellschaft integriert. Das heißt also, bei den Entfernungsangaben ist es okay, die werden in Klicks gemessen, aber bei den Zeitangaben, die werden eben in der Umrundung der Monde um den Planeten gemessen. Und da gibt es zwei verschiedene Monde, die unterschiedlich schnell laufen und die sich dann immer bei einer gewissen Periode auch überdecken. Das nennt man dann eben Doppelmond. Und ein Doppelmond ist dann eben so ähnlich wie bei uns ein Jahr.
Und diese Umläufe von den beiden Monden haben auch unterschiedliche Zeitpunkte. Das heißt also, der eine läuft schneller, das heißt, das ist eine schnelle Zeitperiode, der andere läuft langsamer, das ist eine langsame Zeitperiode. Und mir hat auch besonders gut gefallen, wie Robert Corvus das hier dem Leser vermittelt hat, wie lange ungefähr diese Läufe dauern. In einer Passage erklärt er zum Beispiel, was eine Person alles in einem Dia-Lauf, also es ist einer der Mond-Dia, erledigen kann. Er kann so ein paar Sachen erledigen, zum Beispiel schlafen und so ein paar Vorbereitungen treffen. Und so hat man ungefähr ein Gefühl als Leser, wie lange denn so ein Dia-Lauf dauert. Gut, jetzt habe ich genug über die Besonderheit dieser Welt gesprochen. Ihr merkt schon, dass ich da total begeistert davon bin. Jetzt noch ein bisschen was zur Handlung. Die Handlung beginnt sehr, sehr einfach. Wir lernen drei Personen kennen, und zwar Remon, Nata, seine Frau, und Vorena, eine Gardista der Grauwacht. So fängt es erstmal an, und das ist auch das Geniale, denn aus diesen drei Personen, die Robert Corvus hier einführt, entwickelt sich der komplette Roman, entspinnt sich der komplette Roman. Und diese drei Personen stellen etwas dar, das für uns als Leser eigentlich normal ist, alltäglich ist, das sich jeder vorstellen kann. Remon, der Mann mit seiner Frau Nata, und Vorena, eine andere Frau, die eventuell die Ex-Freundin von Remon ist. Das heißt also, es ist so ein bisschen so ein Dreiergespann, in das sich jeder reinfühlen kann, das jeder kennt. Und deswegen kann man sofort in die Welt einsteigen, denn diese Konstellation kommt einem schon mal bekannt vor. Und was dann zusätzlich dazu kommt, kann man sich dann viel leichter vorstellen. Vorena ist nämlich eine Guardiste der Grauwacht. Und es kommt heraus, dass auch Remon einmal ein Guardista der Grauwacht war. Er hat die Grauwacht aber verlassen, und das ist ein sehr, sehr schlimmer Verrat. Ich habe euch ja vorher erklärt, in ihm ist auch das Nabo. Das heißt, sollte er irgendwo in der Wildnis fern der Grauwacht sterben, würde dieses Nabo verloren gehen, und das wäre ein unersetzlicher Verlust für die Grauwacht. Das heißt, Remon wurde also ertappt. Er wird von Vorena dazu gezwungen, sie zu begleiten, und zwar auf die Suche nach einem anderen Guardista. Nata bleibt zu Hause, und sie weiß sofort, sie wird ihren Mann Remon nie wiedersehen. Und das ist sozusagen die Grundkonstellation. Remon und Vorena machen sich eben auf die Suche nach diesem verschollenen Guardista, und währenddessen passieren so einige erste Geheimnisse und so weiter. Ich möchte da noch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall schafft es Remon dann, Vorena zu überreden, ihn eben nicht zu töten, ihn nicht der Grauwacht zu übergeben. Und er kommt zurück und möchte seine Frau wieder in die Arme schließen. Und jetzt, peng, seine Frau ist nicht mehr da. Nata hat das Dorf verlassen, in dem sie gelebt hat, zusammen mit der Tochter Ena. Und sie ist aufgebrochen in eine Metropole. Es gibt auf dem Planeten insgesamt 11 Metropolen, die teilweise in der Nacht liegen, teilweise am Tag liegen und die auch zwischen Menschen und Sussex gegenseitig übergeben werden müssen. Und in diesen Metropolen, auch wieder ein geniales Element in dem Buch, ist das Leben für die Menschen sehr, sehr viel einfacher. Es gibt Wärme, es gibt Essen, man muss sich um nichts kümmern. Und Nata ist eben aufgebrochen, weil sie dachte, Remon ist tot. Remon ist verloren, Remon muss zurück zur Grauwacht, wird dort zum Tode verurteilt. Die Sache ist erledigt, sie ist aufgebrochen, ohne zu wissen, dass Remon noch lebt. Und da kommt schon wieder ein Konflikt auf. Der Leser weiß, okay, Remon lebt, Nata lebt, sie beide möchten zusammen sein, können es aber nicht, weil der eine nicht weiß, dass es dem anderen eigentlich gut geht. Und das ist schon wieder so ein Punkt, wo auch wieder Spannung aufkommt, denn der Leser möchte natürlich wissen, wird Nata erfahren, dass Remon noch lebt? Wird es Remon gelingen, Nata wieder zu bekommen? Also das ist wirklich auch eine sehr, sehr gute Konstellation, die da Robert Corvus hier eingeführt hat. Nata ist nicht einfach so in die Metropole gegangen, in die Metropole Okulor. Sie ist deshalb dorthin gegangen, weil dort ihr Vater lebt. Ihr Vater ist ein Sabo, das heißt also ein Weiser. Auch wieder eine Sache, die Robert Corvus eingeführt hat hier in die Fantasy-Welt. Es ist jetzt nicht unbedingt was besonders Neues, aber auch das ist wieder sehr, sehr gut in die komplette restliche Welt integriert. Und was möchte Nata eigentlich erreichen? Sie möchte etwas erreichen, das dann eigentlich die komplette Handlung des Romans bis zum Ende tragen wird. Und zwar möchte sie herausfinden, warum auf einmal auf den Monden, die eigentlich sonst gelblich, weißlich-gelblich erscheinen, sich ein blaues, bläulich-grünliches Licht zeigt. Dieses bläulich-grünliche Licht ist es, was sie erschreckt, wovor sie Angst hat. Und nicht nur sie, sondern ganz, ganz viele Menschen auf diesem Planeten. Und sie möchte unbedingt herausfinden, was es damit auf sich hat, und deswegen geht sie in die Metropole. Und natürlich möchte der Leser im Laufe des Buches auch herausfinden, was es damit auf sich hat. Ohne zu viel verraten zu wollen, ist das die Mystery-Komponente hier in dem Roman, die auch sehr, sehr viel von der Handlung des Romans tragen wird. Und die Auflösung finde ich auch sehr, sehr gut gelungen. Und ich habe bis zum Ende des Buches sehr viel Spaß gehabt, es zu lesen.
Kommen wir am Ende noch ganz kurz zum sprachlichen Aufbau des Romans. Der Roman trägt sehr, sehr viele Wendepunkte in der Handlung. Das macht es eben extrem leicht, ihn schnell zu lesen. Man möchte ständig wissen, wie es weitergeht, und auch die Sprache passt dort sehr gut dazu. So wie bei Robert Corvus üblich, ist sie nicht verschnörkelt und zu poetisch, sondern sie ist glatt und treffend. Und besonders gut ist natürlich, wie immer bei ihm gelungen, die Kämpfe auszuformulieren und auch zu beschreiben. Und auch sonstige Feinheiten dieser Welt werden von ihm sehr, sehr detailliert und auch gut beschrieben. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich selbst stehe ja nicht so auf so verschnörkelte Sprechweisen. Grenzwertig war ja da für mich auch zum Beispiel der Roman Skagat, den ich auch schon rezensiert habe. Hier aber ist es, wie ich das bei Robert Corvus schon kenne, die Sprache genau das, was ich in einem Fantasy-Roman lesen will. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, dieses Buch. Und es ist eine unbedingte Leseempfehlung von mir. Jeder, der es noch nicht gelesen hat, sollte es unbedingt lesen. Es ist mit Sicherheit eines der besten Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Und auch das beste Buch von Robert Corvus, das ich überhaupt von ihm gelesen habe. Ich wünsche euch immer genug Muße zum Lesen. Euer Dominik Schmeller.